Meine Damen und Herren, wir haben uns den ganzen Tag heute ja schon einige Meinungen eingefangen. Viele Reiter waren dabei, Organisatoren und auch Veranstalter. Und jetzt wollen wir Ising natürlich auch bewerten aus der Sicht einer Richterin. Und da haben wir uns jetzt eine geschnappt, die ganz Bayern, ganz Deutschland kennt. Bei uns ist Frau Jacqueline Schmieder. Frau Schmieder, herzlich willkommen. Schön, dass Sie in dieser kurzen Pause die Zeit finden, zu uns zu kommen. Jetzt ist gerade der große Preis hier in Ising zu Ende gegangen. Ein spannender Wettkampf, so würde ich es sehen. Wie war es oben auf dem Richterturm? Wie haben Sie es gesehen? Das kann ich Ihnen sagen. Es war eine so tolle Kulisse, dass wir sogar die Frau Puschak, die hier als Fotografin auch einen Nebenjob noch macht, gebeten haben, mal hochzukommen und mal von oben vom Turm aus dieses ganze Areal zu fotografieren, die Kulisse, die vielen Menschen, die Begeisterung, die in den Gesichtern waren für dieses tolle Ising, für dieses Turnier, was uns die Veranstalter hier, die Silvia Gugler mit ihrem Mann und auch mit dem Sepp Ballmeier uns hier gezaubert haben. Das war schon eine wunderschöne Kulisse. Und der heutige Tag hat uns für den großen Regen, den wir ganz davor hatten und auch gestern Abend nochmal hatten, mehr als entschädigt. Frau Schmieder, aus Ihrer Sicht, Sie sind ja auch schon lange dabei. Was ist denn das Erfolgskonzept hier in Ising? Wir hatten ja dieses Jahr prominenteste Reiter dabei. Der Markus Ening war da, die Familie Baerbaum war hier, Beat Mändli, Angelika Augustsson. Also wir könnten da aufzählen. Was bewegt denn die Reiter, hier nach Ising zu kommen? Ich denke einmal, es ist ein Turnier, was Reiter für Reiter machen, denn Silvia ist selber geritten. Dietmar ist ja nun als Bundestrainer der Jugend und auch selber als Reiter in aller Munde. Und auch der Sepp Ballmeier, der so das Herz im Hintergrund schon immer war und auch die ersten Turniere in erster Frontgericht mitgemacht hat und mitgeholfen hat. Das sind so die Menschen, die hier dieses Turnier gestalten. Und die Freundlichkeit, die im Hotel anfängt, die bei den einzelnen Helfern anfängt, die überall zu spüren ist, das sprudelt natürlich auf diese ganze Atmosphäre über. Abschlussfrage, dass Sie noch 5 Minuten zum Verschnaufen bleiben. Wie war es dieses Jahr in Aachen, Frau Schmieder? Danke, da war es sehr heiß, aber äußerst beeindruckend. Ich war als Richter zum ersten Mal in Aachen und das ist schon ein Stadion, wenn hier 50.000 Menschen sitzen und man steht so als kleines Richterlein am Wassergraben und hebt die Hand oder auch nicht, dann ist das so ein bisschen wie im alten Rom, würde ich sagen, ob man den Finger, den Daumen oben hat oder unten hat. Alle warten gespannt und wenn er dann wirklich mal hochgeht, dann kommt das große Raunen und und das tut einem dann selber mit weh, dass man diesen Fehler entscheiden muss. Frau Schmieder, dann würde ich sagen, für Sie den Daumen ganz klar nach oben. Herzlichen Dank für das Interview und noch viel Spaß beim iCup. Danke Ihnen.